Warum besteht das Leben eigentlich nur aus Schlafen? Was soll das eigentlich? Oder aufwecken? Besteht das Leben aus Schlafen oder aufwecken? Ich weiß es nicht. Who this? Louise, Chloe, mein Gott. Ja. Hat mich noch nie geweckt? Irgendwie so, als hätte ich mich zum ersten Mal geweckt. Hat mich nicht schon mal geweckt? Sag mal noch mal im japanischen Gri oder G irgendwie so. Was sagt man da immer, wenn man jemanden anstarrt? Im japanischen Chloe noch nie geweckt. Doch. Doch. Dann weiß ich auch nicht. Gut. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die OP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich rock wieder neue Klamotten, habe ich zwei Stahl war das, ne? Das zweite Ding, was hier man hat hier so drei Sachen, so Silber, Stahl und ich glaube Bronze, ne? Wenn man hier für Waffen benutzen kann. Das hat mich zwei Stahl gekostet oder einen sogar, ich weiß es gar nicht. War relativ billig. So. Wir gehen hier raus. Wir gucken uns die Bond-Gespräche am Ende an. Das sind gar nicht so viele, glaube ich. Doch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, gucken wir am Ende an. Oder habe ich die noch nicht ausgekreuzt? Ich weiß ja gar nicht. Nee, die sind neu, glaube ich. Weil ich meine, letztes Mal hatte ich für meine neuen Charaktere die ganzen Bänder nur auf. Nee, letztes Mal hatte ich irgendwie so eine ganze Reihe von Corin und Bylef Bandgespräche, genau. Aber so sehen die Notizen gerade nicht aus. Von daher, gucken wir mal. Ich habe die Arena, ich werde die Arena jetzt mal offscreen machen, ne? Einfach nur, damit ich gucken kann, wer gegen wen kämpft, ne? Dann kann ich auch irgendwie so bestimmen. Irgendwie, man kriegt da in den Arena-Kämpfen auch so ein paar Support-Gespräche, ne? Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, oh, dieser, das wird mein Gegner sein. Und irgendwie ist halt immer der gleiche Gegner. Also, wenn ich jetzt irgendwie in die Arena reingehe und jemanden dahin schicke und ich kämpfe zum Beispiel gegen Louis und weiß ich nicht, ich das Spiel noch mal neu laden, dann wird immer Louis der Gegner sein. Und dann kann ich immer so gucken, so oh, wer hat denn einen Support mit Louis, ne? Und dann schicke ich jemanden, der mit den Support mit Louis hat, da rein, ne? Und dann kriege ich noch einen Support. So habe ich das so ein bisschen Hand gehabt, deswegen habe ich dieses Mal auch na, so eine ganze Ecke an Supports freigeschaltet, ne? Und ja, ich finde, das ist nicht schlecht, ne? Kann man so machen. So, erst einmal habe ich mal Madeleine innerhalb des Somniels gefunden. Deswegen konnte ich dir ein paar Geschenke geben. Ich habe dir eigentlich nur einen Stein gegeben. Ich habe mir einen hübschen Stein gegeben. Das hat schon gereicht. Habe ich mir eigentlich schon gedacht auch. Und ja, gut. Konnte ich mit der endlich mal einen Support aufbauen. Jetzt ist nur noch Nell übrig. Die müssen ja noch nachholen mit den Support-Gesprächen.前から思っていたのですが、何でしょう。こちらの神竜様もやはり素晴らしいお方です。何事にも真摯に誠実に取り組む前向きな心構え、さらには異世界の私たちを受け入れてくれた懐の広さ、いずれも素晴らしい精神性です。神竜という存在としてだけでなく、 あなた自身がかなりの欠物だと思われます。そこまで褒めてもらえるなんて。ですまでりも。あ、これとファスバイ、ich ich meine, guck euch mal das Abwehr an. Die ist massiv. Nicht so massiv wie die von Louis, aber trotzdem.
では、次の約束があるので、そろそろ失礼します。また手合わせをお望みであれば、いつでも声をかけください。 Okay. Alles klar. Und da muss ich mich noch gewöhnen, dass jetzt mal das kommt. Ich denke mir aber nur, was ist jetzt los? So, ihr beiden, unterhaltet euch, werdet Freunde. Aber ihr wart doch schon Freunde, ne? Falscher Drache. お腹も空いていませんならこれは私が。ところでエル様、そろそろ休憩なさった方が。セレスティア、はい、何かご用でしょうか。ここ最近私の世話を焼こうとするのはなぜですか。私はかつての戦いでエル様をお守りできませんでした。 ですから決めたのです。今度こそは常におそばに使え。エル様をお守りすると。気持ちはありがたいですが。ディガンスのハーレバディヒレクラモットン、ドイクリップ。モハヤ主従ではなく、共に神竜様に力を貸す同胞なのですよ。元の世界で。キャプテンカークティアンドリソンマシーブハープラクト。ディガンスのハーレバディヒレクラモットン、ドイクリップ。見たことない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 。見
Sie ist jetzt tot. Madeline, ne? Dann hätte Vale ja nicht sagen können, so, oh, du erinnerst mich an jemanden. Aber Mani ist ja, aber Vale schließt sich an, nachdem Mani stirbt. Von daher geht das ja gar nicht. Okay, Raphael, dich hatten wir heute noch nicht. Oh, du hast direkt zwei. Mit zwei Rittern. あとはこれを片付けるだけだな。モーブ。何か困りごとか。我の手は必要か。ラファールドの。いえ。道具の整理ももう終わります。次は武具の整理をするつもりなのだろう。我が手伝ってやっても構わぬが。お構いなく。あなたの手を煩わせるまでもありません。ラファールドのこそ。 何か困りごとはありませんか。アフィルで失礼しました。ごめんなさい。当然のことです。異なる世界に来て慣れぬことも多いでしょう。今は特に何事もないが、万事滞りないようでしたら何より。何かあれば遠慮なく声をかけてください。その言葉そっくり返してやる。貴様は 仕事を抱え込む傾向がある。あまり無理をするなよ。お気遣いありがとうございます。ラファールドの。Okay. Recht zuvorkommt der Kollege heute. Wie sieht's mit Alfred aus? Neu. おい。ああ、これはラファール王子。そんなに怖い顔をして僕に何か用かい？さっきからうるさいぞ。我の休息の邪魔をするな。それはすまなかった。これから静かに鍛錬を続けるよ。鍛錬そのものを今すぐやめろ。見ているだけで暑苦しくてかなわん。それは困ったな。日課の鍛錬は欠かせないのに。 そうだ、いい考えを思いついた。ラファール王子も鍛錬を始めればいいのさ。は？一緒に鍛錬をすれば掛け声も暑苦しさも気にならない。どうだい？明暗だろう。断る。誰がそんな面倒なことを。うんうん、誰だって最初はそういうのさ。任せてくれたまえ。僕が必ず 君に鍛錬の素晴らしさを教えるとも。付き合い切れ。貴様が消えないのなら我が立ち去るだけだ。ラファール王子、どこへ行くんだい？なぜ急に走り出して。Und dieser Muskel. Warum gehen sich die Leute alle gegenseitig auf Nerven?
Alles klar. Wie hat unsere Armee so lange überlebt, ey? So. Alles kann Lärchen. Dann, Brünen. Ja, meine zwei Sachen hier da reinpacken. Dass wir einen weiteren Tag leben dürfen. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles bekommen habe. Alles nur Mist, ne? Louis Ration. Dreck, Mann. Ich muss verkaufen. Da hat sich meine Aufnahme aufgehängt. Boah. Was soll das? Zum Glück habe ich auch genau gesehen, ne? Ich habe nur gesehen, wie die Zeit einfach nicht weitergegangen ist, ne? So, in der Zwischenzeit habe ich aber hier mal meine Sachen ausgewählt, ne? Mehr als zwei Sterne kriege ich irgendwie nicht hin, den ganzen Zeug, das ich hier gewählt bin, reinzupacken. Von daher nehmen wir nur die beiden Sachen. Wenn wir mal fünf Sachen, vor all die Sachen, die ich da reinpacken will, bekomme ich immer nur noch zwei Sterne. Von daher ein bisschen doof, aber was soll man machen, ne? So. Dann holen wir uns noch zum Essen ab. Wer kocht heute? Oh, Celestia. Okay. Wen denn? Bobby Ben Neil, ne? Mit Neil war ich noch nicht befreundet. Neil und Rafael würde ich schon fast sagen, ne? Außer du hast jemanden von den DLC-Charakteren, mit denen ich, wo sind die alle? Ja. Oh, ihr beiden habt keinen. Ja, auch nicht. Sind das? Dann nehme ich Rafael, würde ich sagen, ne? Ach, komm. Und dann hier niemand. Diamant. Na. Ich will was Gutes kochen. Timera. Nein. Warum mag Neil denn nichts? Na gut, dann müssen wir uns halt mit. Aber davon mag einer. Ich will das beide mögen. Ich weiß nicht, ob das jemand hat irgendwie so was damit zu tun, wie viel Sachen wir bekommen, ne? So Geschicklichkeit, Verteidigung. Ich werde aber jemanden finden, mit dem wir was kochen können, was gut ist, oder? Bale, komm. Nein. Nee. Na gut, wenn wir sowieso nichts Besonderes kriegen, dann ich werde mir jetzt die Apfelküchlein da machen, die werden die mögen. Wird doch schon schmecken, ne? Ich dann schenke ich hier noch ein Steinchen oder irgendwie was. Ah, zwischen den beiden reicht das gereicht. Ah, ja, ich habe ja mal Celicas Klamotten gegeben, aber was heute machen, ne? Hat er noch gereicht. Von daher gut. D. Okay. Egal. Und die haben schon B-Rang bekommen. Cool. So, jetzt haben wir allen auf mindestens C. Bin ich gut. エル。体調はどうですか?エル。何も問題はありませんか?私はエルです。眠りにつく前と変わりありません。安心しました。もし困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。神竜様。私が目覚めることができた経緯は、ここへ来る前に ラファールから聞きました。私が本当に目覚めたことがあるかと。やっぱり、ファイルが前に来て、バイデン、ウィングス、1000年以上ずつ睡眠。自分のところに来ないかなどとよく言えましたね。信じていましたから。え?どれだけ時間がかかったとしても、私はエルにまた会えると信じていましたから。本当に神竜様はお人よしですね。
そういうディアログ。また厳しい言葉を言われてしまいました。でもエルが元気そうでよかった。また会えて本当によかったです。 Außer wenn du mich hast. Will sein nicht wieder so wie früher, wo du mich die ganze Zeit hast. Das wäre nett. So, und dann die beiden direkt schon. B. Er ging relativ schnell.姉さんを守れたなら十分だ。ラファール、もう二度とこんな無茶をしないでください。あなたの犠牲で自分の命が助かったとして、それを私が喜ぶとでも思っているんですか。思わん。そんなことは理解している。それでも我はもう二度と姉さんに傷ついてほしくない。どうしてそんな、私だってあなたの気持ちは理解しています。でも姉さんが自ら命を絶ち、それから再び目を覚ますまで千年余り我はずっと後悔してきた。バカな真似をして姉さんを死なせたこと、姉さんがこのまま永遠に目覚めなかったら、そう思うと恐怖で頭がおかしくなりそうだった。 ラファール、もう二度と姉さんを失いたくない。たとえこの身がどうなろうと我は姉さんを守る。ただそれだけのこと。理解してくれているのなら話は早い。我はもう行くぞ。待ってください、ラファール。私はまだあなたに言いたいことが。ラファール、 Okay, okay. Dann kannst du weitergehen, ne? Wir sind ja fertig, ne? Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ne? So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100%ig sicher, ob ich Celicas Quest mache. Deswegen gucken wir erstmal, ne? Wir gehen zur Weltkarte. Ich weiß übrigens nicht, wann ich die letzten beiden DLC-Kämpfe noch machen soll. Ich habe mich schon so ein ganz kleines bisschen gespoilert, so in Sachen. Also alles, was ich eigentlich nur geguckt habe, ist, wie viele Hauptcharaktere es, also wie viele spielbare Charaktere es im Spiel gibt. Und ich glaube, ich habe alle. Von daher ist eigentlich der beste Punkt jetzt die ganzen DLCs, die ganzen Nebenquests zu machen, ne? Weil das war der Grund, warum ich mich immer irgendwie so ein bisschen zurückgehalten habe mit dem DLCs, weil so ich wollte jetzt nicht da reingehen, bevor ich nicht irgendwie, weil nicht alle Charaktere ab des Spiels, ne? Aber so wie es ausschaut, habe ich alle. Ich weiß nicht mehr, wie ich das herausgefunden habe, aber ich glaube, da war irgendwie so, ja, es gibt so viele Charaktere, die man freischalten kann im Spiel, ne? Und ich glaube, ich habe sogar den Punkt erreicht, ne? Ja, da ist von Celica, genau. Also Mauvier und Vale waren die letzten Charaktere, die man freischalten konnte in der Story. Die DLC-Charaktere waren da nicht aufgelistet, aber ich nehme an, da wurde das DLC noch nicht so einberechnet, ne? So, okay, das ist hier die Quest von Celica, alles klar. Also ja, es wäre im Moment, was soll ich da am Brennen? Ist das da, wo ich als nächstes hin muss? Man kann auch ein bisschen so raus und das ist eine Quest, aber das ist eine Nebenquest, da muss ich hin. Okay, also ja, so wie ich das herausgefunden habe, ich habe alle spielbaren Charaktere schon, ne? Das bedeutet, es wäre jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt,
alle Nebenquests so zu machen, weil da ist immer so meine Angst im Sinne von, hey, ich mache jetzt gerade dieses DLC, aber ich habe noch nicht diesen einen Charakter oder diese zwei Charaktere, was auch immer. Und ja, die müssen so sozusagen out, ja. An, weiß ich nicht, an Spielbarkeit. Weil wenn man alle Charaktere hat, dann will man natürlich so viele Kapitel noch wie möglich mit denen spielen, ne? Weil sonst hast du irgendwie, weil nicht alle Nebensachen erledigt und du hast jetzt irgendwie so zwei neue Charaktere bekommen und du kannst sie mehr oder weniger für nichts mehr benutzen, ne? Außer vielleicht die Story. Von daher wäre eigentlich der beste Zeitpunkt, jetzt alle Sachen zu machen. Aber ich kann auch mal irgendwann noch mal nachgucken, ne? Werde ich, glaube ich, nach diesem Part hier mal machen, ne? Oh, Krimflamingo. Aber ich glaube, ich habe alle Charaktere, alle spielbaren Charaktere. Glaube ich jedenfalls. Und ja. Aber heute kümmern wir uns auf jeden Fall ganz sicher erstmal um Celica's Quest. Ich weiß nicht, was ihr Titel nochmal war. Prinzessin, ne? Irgendwas mit Prinzessin, ne? Die gütige Prinzessin, ja. Und Fire Emblem Gaiden. Fire Emblem 2. Oder Fire Emblem Echoes, was Fire Emblem 14, nee, 14 ist Fate, 15 glaube ich ist. Fire Emblem Echoes übrigens ein super gutes Remake von Fire Emblem 2. Super geile Präsentation. Das war auch das erste Fire Emblem, das volle Sprachausgabe hatte. Für Nintendo 3DS auch noch. Aber leider nicht, da gab es leider nicht so viele Supports in dem Spiel. Da kam Fire Emblem Three Houses mit seinen 1 Milliarde Supports. Mit ihren 4 Routen, die man spielen konnte. Da war schon ein bisschen Overkill. Ich habe übrigens vor allem Echos nie durchgespielt. Aber ja, zugleich. Hey, ihr seid hier und ich bin auch hier, lass kämpfen. Wie blöd bist du eigentlich? Also ungefähr 10. Mal jetzt, seit das hier passiert ist. Oh mein Gott, ein Ort, den ihr wiedererkennt, der euch in Erinnerung schweigen lässt. Was machen wir wohl hier? Sollen wir uns hinsetzen und einen Tee trinken? Nee, das kämpfen. Natürlich, Mann. Also ja, Fire Emblem Echoes habe ich nie durchgespielt. Fire Emblem Echoes war ein bisschen anders strukturiert als jedes andere Fire Emblem. Wir haben irgendwie 6 Gegner nur, aber das sind wahrscheinlich alles voll dicke. Okay, jetzt sind wenig Gegner. Okay. Also vor allem im Echos hat Sachen gemacht. Oh, ich kann nur 10 Charaktere mitnehmen. Vor allem im Echos hat Sachen gemacht, die und Sachen eingeführt, die fast jedes andere Fire Emblem nicht gemacht hat. So, wir nehmen natürlich unsere Gruppe von DLC-Charakteren. Ne? Da muss ich wohl noch so ein bisschen hier meine Aufstellung ändern. Also meine DLC-Charaktere bleiben definitiv drin. Ne? So, da ich jetzt mehr, da ich wieder, da ich nur 10 Leute hier platzieren kann, kann ich schon mit allen Dingern hier auskommen. Ich habe ihnen Camilla gegeben, einfach nur damit er irgendwas hat. Ne? So, und sie ist halt 35. Ich wollte schon sagen, dann hat Roy letztens irgendwie 5 Level bekommen durch seinen Effekt. Ne? So, ich stelle mir sie relativ einfach vor zu besiegen. Teleport Ragnar ist, ich sehe die Reichweite von dem Ding nicht, was mich ein bisschen stört.
Das muss dann jedes Mal so zählen, so 1, 2, 3, 4. Ja, ich muss dann immer so zählen. Voll nervig. Aber wir können sie festnageln wieder, ne? Außer du hast irgendwas mit, obwohl ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was bringt mit Teleportrad, ne? Ja, Fire Emblem Echoes hat Sachen gemacht, die hat kein anderes Fire Emblem gemacht, ne? Dann hat irgendwie Weltkarten und Monsterkämpfe eingeführt. Ich meine, das war zweite Fire Emblem, ne? Aber er hat so viele Sachen irgendwie eingeführt in dem Spiel und was zum. Du bewegst dich nicht und hast. Weißt du los, können sie sich teleportieren? Bei Fire Emblem Echoes und 2 gab es Hexen, die konnten sich überall hin teleportieren, egal wo. Und da muss ich verteidigen. Hier ist eine Ballista, muss ich verteidigen. Okay, ich check gerade irgendwie nicht auf den ersten Blick, worum es in diesen Kapitel hier geht, ne? So, ich nehme mal Yunaka mit. Wogegen Solika wird dann wahrscheinlich nicht so gut sein, ne? Linden wollte ich mal mitnehmen, er hat Corin ausgerüstet. Oh Gott, magischer Angriff 32. Ich weiß nicht, ob dieses Festnageln und Debuffen funktioniert. Oh. Wenn ich keinen Schaden mache. Sie hat genau 32 Verteidigung, Resistenz, das heißt, er macht ganz knapp keinen Schaden. Hat gibt es jetzt nicht, Mann. Aber wenn ich meinen Hauptcharakter daneben platziere, sollte halt eigentlich klappen. Das heißt, ich muss meinen Hauptcharakter auch daneben haben. Also ich brauche eine Menge Charakter mit Resistenz, ne? Ich habe nicht so viele Charaktere vorbereitet mit hoher Resistenz. So, ich nehme noch Rosario mit. Und Alchrist. So. Dann packe ich auf dich. Erstmal die Leute wegrüsten, die ich hier nicht brauche. Marv. Das war's. Verdammt. Ich will aber nicht Marv geben, der ist schon voll hochgelevelt. Kann jemand anders Marv nehmen, so lange. So, warte mal, wäre doch nicht schlecht, ne? Marv. Ja, okay, ist Level 1, aber. Live. Warte, Level 10. Ja, okay. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hier gehen wir live. Natürlich blöd, dass sie auf Level 1 ist mit Roy, mit Marv, aber was soll's. Stimmt, ich hatte irgendwie was gesehen, ja. Und zwar, wenn sie mit live ausgerüstet ist, ne, dann bekommt sie einfach glatte plus 20 Ausweichen im Kampf. Was ja voll broken ist, ey. Aber ja. Ach, Ike habe ich auch noch. Also, ja, Naka wird ja wohl nicht mit Ike irgendwie. Ja, ne? Aber kannst du mal mit Ike. Die wäre habe ich gleich dabei. Kann irgendjemand noch Ike gebrauchen? Ike und Yunaka, du nimmst dann live. Mach mal kurz Pause. Ja. Okay, es sind extrem wenige Charaktere. Was ist der Haken hieran? Was ist der Haken, ja?
Ich möchte mal kurz. Okay. Okay, das wird niemals passieren. Wird auch wahrscheinlich niemals passieren. Das hier. Boah, Celica alleine ist irgendwie nicht so gut. So, alles, was wir eigentlich auf was wir achten müssen, ist Teleport Ragnar, ne? Aber dafür habe ich, glaube ich, Linden mitgenommen, ne? Seinen 27 Resistenz, ja. Das ist so der einzige oder Gregory, ja. So. So, Yonaka wird, glaube ich, nicht so gut sein hier in dem Kapitel, weil die Leute sie alle treffen können durch hier Dingens hier. Was soll's? Okay. Na gut, dann gehen wir so rein. Habe ich genug Heiler überhaupt dabei? Ja, ich habe 3 Heiler, ne? Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Kapitel. Ich weiß nicht, was genau mich hier erwartet. Da kann unmöglich schon alles sein. Aber gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, was hier los ist, ne? Also was? Einfach nur um sicher zu gehen, ne? 24. Wow. Einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde mal versuchen. Kannst du halt überhaupt einsetzen? Einfrieren. Ich werde mal ein Einfrieren mitnehmen, ne? Oder schweigen. Mal so. Ein Einfrieren, ne? Wenn wir Celica vielleicht mal festhalten können, ne? Ich dann versuche ich mal verschweigen, ne? Na gut. Komm mal auf mich los, ne? Okay, wow. Wie unfair. Oh. Kommen immer wieder Leute jetzt, ja? Okay, ich habe schon Oh, ich kenne das Lied. Also dieses ne? Ja. Okay, irgendwie so ein Song aus dieses PS1 das große Krabbeln Spiel, was ich früher gespielt habe. So, Celica ist schon unglaublich nah in Reichweite. Wenn ich nicht aufpasse, cool. So, meine Frage ist jetzt, soll ich jetzt hier warten, bis die alle auf mich zukommen? Ich würde schon fast sagen, ja, ne? Die scheinen sich ja nicht zu bewegen, ne? So, ich meine, das ist natürlich eine sehr gute Trainingsgelegenheit dann, ne? Wenn die immer wieder Leute hier beschwören, ne? Deswegen sollte ich die wahrscheinlich so lange wie möglich nur am Leben lassen. So, Verteidigung 30. 41. Habe ich mehr Verteidigung? So. Ach ja, boah, wen habe ich das noch mal gegeben? Er mag euch ja vielleicht zu erinnern, dass mein Charakter ja auch mal, dass er jetzt auch ein Emblem ist, ne? Und seht ihr Zeichen da neben der Ahndung? Das ist das Emblem des Feuers, was mein Hauptcharakter ist. Also ja, mein Hauptcharakter kann auch jetzt Waffen gravieren lassen. Also ich kann den Effekt von meinem Hauptcharakter
Den kann ich jetzt auch irgendwie Waffen gravieren lassen. Oh, und da ist ganz schön überpowered, weil mein Charakter hat, glaube ich, mein Hauptcharakter hat, glaube ich, die stärkste, gibt wahrscheinlich die stärksten Bonusse von allen. Ich meine mich zu erinnern, das sind genau die gleichen Sachen wie Marv. Also ich glaube, alle Werte werden einfach nur erhöht, nur halt besser. So. So, meine erste. So, soll ich sie hier? Ich meine, das ist natürlich ein bisschen. Zwei Angriffe und sie ist weg. Cool. Warum ist ihre Verteidigung so niedrig? So, seine Ahndung müsste jetzt eigentlich viel besser sein. Ja, guck dir deine an. So, blöde ist, hier sind eine Menge Sachen, die ja schief laufen können, ne? Okay. Ach, davon sind die alle so stark und schnell und Zeugs. Silberarzt. Was soll ich hier machen? Schon fast zu riskant, sie irgendwie da reinzupacken, weil sie, warum hat sie so wenig Verteidigung? Ich glaube schon fast gar nicht, sie hier reinzupacken, wenn sie von zwei Leuten angegriffen wird, ne? So, hier ist das Problem, ne? Hier ist das Problem. Sie kann zwei Angriffe überleben, ne? Also von zwei verschiedenen Leuten, ne? Aber wenn sie jetzt irgendwie krittet und wenn sie krittet und ja, ein Charakter wegräumt, dann macht sie ja Platz für den anderen Charakter und der kann sie dann umbringen. Deswegen gibt einige Sachen, die ja nicht gut ausgehen werden, ne? So, das Beste, was ich glaube ich machen kann, ist sie hier hinzupacken, ne? Warte, ne, ja, jetzt von drei Leuten, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Wenn ich meinen Hauptcharakter daneben packe, ne? Wie viel gibt er? Plus 3 Verteidigung oder minus 1 Schaden? Das heißt, sie nimmt cool. Auch nicht sehr viel weniger, ey. Das heißt, sie nimmt 10 Schaden. Das heißt, sie nimmt. Sie wird das nicht weil. Wenn sie einmal krittet, dann haben wir ein Problem. Warte mal. Ich kann das so machen. Warte mal. Wenn ich sie dahin packe. Wenn ich sie hier packe, dann kann sie nur von zwei Leuten getroffen werden. Okay, dann kann sie sogar einkritten, wenn sie will. Okay, aber so. Das ist das Einzige, was wir machen können, damit sie überlebt. So, hier müssen wir warten, würde ich sagen. Ne? So. So, er ist natürlich extrem blöd platziert jetzt. Also ja, fällt mir gerade ein. Hab ich überhaupt, wer hat hier bei Lev? Du. Okay, die habe ich aber nicht, die Fähigkeit. Gut. So. Die müssen wir durch Konter hier erledigen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, die müssen wir durch Konter erledigen dann, leider. So, wenn ich dich da reinpacke, schaffst du ja einige Leute zu erledigen. Alla, warum sind die so stark? Okay, also das Gefühl, es wird nervig. Aber wir sind alle so stark und so schnell. So, kann ich nur einen von euch anlocken? Kann ich dich hier anlocken mit Bolgano? Nee, nicht Excalibur. Nee. Ich habe keinen Wirm-Töter dabei heute. Ugh. Ich würde sagen, da müssen wir schon machen, ne? Irgendwas hat effektives gegen Dach. Ne? Nee. Aber so. Nee. Das ist ein Unterschied. Aber den ja. Okay, wer fehlt? Du. Okay. Wir müssten halt eigentlich überleben. Okay, genau deswegen habe ich sie so platziert, damit sie nur von einem getroffen werden kann. Oder von zwei. Weil jetzt hätte sie Platz gemacht für jemand anderen, jetzt wäre sie dann, glaube ich, gestorben. So kann schon alles den Bach runtergehen im ersten Zug, ne? So, Verteidigung, sehr gut. Jetzt gerade sehr mächtig. Also viel Schaden, Mann. Aber wenn nur die alle kommen, schaffen wir das, nehme ich an. So, jetzt wird aber schon ein bisschen nervig. Und da kommt schon direkt die nächsten. Okay, aber nur. Alles klar. So, jetzt müssen wir die erledigen. So, und er schafft es immer noch nicht, Gegner zu erledigen. Na, ich muss mit ihr versuchen, ja, jemanden zu töten. Hey. Boah, das kippt jetzt einfach nicht. Ja. Hm. Ich habe eine Menge fliegende Einheiten, ja. Ach. Warum seid ihr alle so schlecht im Treffen? Oh mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Ich bin jetzt eigentlich mehr so gerechnet, dass ich das. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, ja, so vom Platzieren, ja. Oh, guck mal hier. So. Okay, Hm.
Das ist immer vorausgesetzt, dass ich mit dem Dings treffe hier, ey. Mit den bescheuerten. Ich nehme jetzt nichts an, dass ich. Alter, ist das Ding stark. Ich habe mal gesehen, wie stark das ist. Ja, aber das ist ein Schmetterdolch, ne? So, die Situation ist schon so gruselig hier, ne? Was ich mache? Ich bin einfach mal sicher hier. So, ich breche die mal. Okay, perfekt. Ich komplett mit Yonaka da draußen hin zu gehen, damit sie auch eine Ausweichung bekommt, aber wird wohl, glaube ich, nichts. So, du kriegst mal Crit-Chance, ne? Ja, gefühlt, das muss ich machen, ne? 55 Crit-Chance kommen. Ich habe ihm den Effekt gegeben von. Ich habe ihm den Effekt von meinem Hauptcharakter gegeben, die Gravierung. So, jetzt kann ich sie nämlich hier benutzen. Sie kann so angreifen, ohne dass sie sich hier ins Getümmel stürzen muss. Ich glaube, kritisiert sie sogar. Das ist eine sehr merkwürdige Perspektive. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch sie voll heilen, ne? Dann überlebt sie das nämlich. Ach mein Gott, komm. So, nicht, weil ich ja wohl hier mit Dings erledigen können, ne? Oder dich. Warte mal. Ihr habt 34 Angriffskraft und sie hat 21. Er hat auch 21. Kriegt irgendjemand sie überhaupt hochgeilt? Vollkommen. Ja, okay. Das reicht auch. Sie hat jetzt einen Punkt mehr Verteidigung. Sie kann 40 Schaden aushalten, so wie ich das letztens gerechnet habe, ne? Und er wird nicht gedoppelt, von daher. Da kommen. Das gibt's. So, hat er nicht irgendwie so weit, was ihm mehr Crit-Chancen gibt, wenn er mit schwächeren Waffen in die Gegner reingeht? Ja, ne? Wie viel Schaden macht ihr? Ach, er doppelt mich, cool. Ich glaube, ich muss Roy einsetzen, ja. Ach, er hat einen. Boah. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss das hier einsetzen. Einfach nur damit hier die nicht so schnell hier hinkommen, ne? Ach, dann ist der aber noch am Leben. Ich weiß, ich habe dann auch noch so eine Kanone, aber. So, ein Moment. Kannst du ihn erledigen? Nee.
Da gibt's nicht viel. Mir hat ja schon wieder. Ich muss sie hoch ein. Schaffst du ihn? So, ah, mein Gott. Also weit. Keine Ahnung. Okay. Boah. Na, da muss ich Dings einpacken. Ich glaube, das wird reichen, ne? So. Und ich habe, nee, ich habe nicht einen Fehler gemacht. Ah ja, sie kann ja auch heilen. So, warum kann ich von so vielen Leuten getroffen werden? So, wie viel Schaden macht ihr mir? 22. Du, ich seid ja alles schneller. So, sind da, das sind 26. Er wird dazu sogar überleben. Aber da kommt, die kommen ja mit ihren blöden Dings angegriffen, ne? Mit ihren. Und was ist, wenn ich den hier mache? Nix. Obwohl, eigentlich doch, ne? Wenn jetzt hier auf Feuer ist, du wirst ihn ja wohl nicht. 34. Aha. Ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, was hier passiert. Aber er wechselt zu seinem Lanzenmeister. Boah. Ich nehme an, das ist die beste Sache, die ich gerade machen kann. Aber ich gebe ihm das hier. Ich glaube, dann wird er auch gar nicht mehr gedoppelt, ne? Ja. Okay. So, und jetzt muss ich dich hier hochheilen. Ich hoffe, das reicht auch. 42, ja. Ich glaube, sie hat auch Dings, ne? Momente, ne? Ja, okay. Okay, irgendwie wird das schon reichen, glaube ich. Ja. Gott. Ja, okay. Jetzt hat er genug Geschwindigkeit. Ja, Korbschläge, vor denen hatte ich nämlich Angst. Die hätten wir wahrscheinlich alles ruiniert, mein Gott. Crit, crit, crit. Verdammt. Genau, auf sie los. Ach, die im Aukorb stehe, genau. Das kann einfach nicht sein, dass die immer mit einer P überleben. Das gibt's einfach nicht. So, jetzt kommen die auch noch. So, kommen die jetzt unendlich? Aber wenn ja, dann wird das nervig. Natürlich habt ihr Schwerter. Ah, und guck mal, was ich hier sehe. Fluch der Leere. Und die auch. Das heißt, es gibt null Grund, die am Leben zu lassen, weil sonst werden die immer wieder kommen. Ja, halten keine Erfahrungspunkte. Das heißt, es besteht für mich hier null Grund, die am Leben zu lassen. Okay, so viel dazu. Da habe ich mir nämlich auch schon fast gedacht, weil sonst wäre hier eine Menge Erfahrungspunkte, die ich abstauben könnte. Das heißt, ich muss mich um die alle kümmern, ja. Was kein Problem ist, finde ich gerade. いいでしょう
über garantiert treffen, wenn es geht. Okay. Dann machen wir Folgendes, ne? Okay, dich muss ich erledigen gleich. So, sehr überraschender Move, den ich hier gerade mache, ne? So, ich muss ganz eindeutig hier den Typen erledigen, damit der nicht seine Verstärkungstruppe alle rufen, ne? Hätte vielleicht noch einen Zug vorher machen sollen, aber wie gesagt, ich wusste ja nicht. Weil, ja, dann spawnen die ja immer wieder neue Leute, ne? Aber ich kriege keine Erfahrungspunkte für die. Das heißt, das bringt es natürlich offensichtlich nicht. Okay. So, jetzt muss ich mich nur noch mit einer Welle von denen hier rumschlagen. Und ich bin der Einzige, der sie erreichen kann, ne? Das heißt, wenn ich mich um dich kümmere. Doch, das muss aber wahrscheinlich nicht klappen. So, jetzt muss ich aber noch eine Runde hier irgendwie überleben auf der Seite. Ich habe es nicht gesehen. Wie viel Schaden? Was? 3 Schaden. Du wirst halt überleben. Weil wenn ich daneben stehe mit Dingens hier, ich werde ja wohl erledigt kriegen, ne? So. Ah, sehr gute Werte. Okay. Der kippt einfach nicht, Mann. Leute. Immer um 1 HP. Ah, 34. Nein. Da kann ich nicht drin bleiben. Ich kann Lanzenkämpfer mitgenommen. Ja, war ich denn ja. So, 34, 36. Das hat einfach nicht, ey. Wir haben nur so um 1 HP. Hat schon wieder nicht gereicht. 1. Und wobei gerade den Reichweite. Ja, ne? Nö. Ah, bitte triff. So. Ich glaube, das Beste, was ich hier gerade machen kann, ist, indem ich meinen Hauptcharakter da einpacke. Ne? Erstmal mache ich ihn ja platt. Wir haben 1 HP. Komm. Boah. Gibt's nicht. Ah, ich wusste es, Mann. Nun. Ich hoffe, dass er krittet. Oder nicht tot mit 57%. Natürlich nicht.
Opfer. Jetzt haben wir den, ja. Ich habe natürlich gemacht, bevor ich meinen Auftrag bewegt habe. So, ihr kommt ja nicht durch, ne? Ja, nein, du erreichst sie nicht, gut. Ich habe dir nicht der Power-Tipp gelassen, ne? Was wollte ich jetzt machen? Man jetzt sehen ja. Wir machen großer E-Tier mit Liberation, ne? Als andere, aber ich kann sowieso nicht kontern, ne? Da macht er doch keinen Unterschied. So, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich okay, Plan B. Mach mal den, ja. Noch mehr Feuer, bitte. Dann nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt so gebracht hat, aber mal gucken. Ja, stimmt, der kann einfach darüber fliegen. Okay. Riesige Erfahrungspunkte Verschwendung, finde ich. Mein Hauptcharakter braucht die Erfahrungspunkte nicht. Oh nee. Oh Gott, sag mir nicht, der andere kann ihn nur erreichen. Nein. Na gut, jetzt da kommen keine Lanzenkämpfer mehr. Ah, Drachen kommen da noch. So. Oh ja! Mass Devastation. Warte mal, falsches Spiel. Oh Gott. Und dafür nur 26 Erfahrungspunkte. Ah, zum Kotzen. So, ich weiß gar nicht, wie ich mich da nähern soll ohne sie hier. Muss ich echt darauf irgendwie mich verlassen? Wenn ich da noch Teleportraten hätte, ne? Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte hier reingehen mit ihr. Ich glaube nicht, dass sie ihn erledigen könnte. Außerdem ist Celica da in der Nähe. Irgendwie muss ich mich dahin nähern. Warte mal. 154, 151, 131. Muss ich Unaka. Sie hat gerade, das heißt, sie wird 160 Ausweichen haben. Wenn ich schaffe, sie irgendwie in ein Ding zu platzieren, hier irgendwo, dann kann sie mehr oder weniger sich um alles hier kümmern, ohne getroffen zu werden. Jetzt muss sie da einpacken. Ah, das wird super nervig, habe ich so Gefühl. Was? Kein Schaden gegen den? Boah, das leck mich an. Der ist echt nicht gut, der Typ. Alter, was ist das für Schaden? Dabei ist er Level 15.
Was kann ich denn hier am besten machen, ne? Wir müssen jemanden hier hinschicken können, ne? 34 Schaden, ne? Ich könnte ihn. Das Problem ist, Selek heißt die ganze Zeit. Nein, in der Nähe. Wie soll ich mich denn dann um die kümmern überhaupt? Die einzige Sache, die ich mir denken könnte, ist hier mit ihr die ganze Zeit Dings zu holen, ne? So, wir müssen jetzt zurückgehen, habe ich so ein Gefühl. So, du wirst aber ihn treffen, ne? Wenn du ihn nicht vernünftig triffst, dann kriege ich einen Anfall. Danke. So, gegen Ende macht dann eigentlich ja keinen Unterschied mehr, wen ich wen töten lasse. Ach, da war schon einer mit keine Erfahrungspunkten mehr. Boah. Natürlich fliegende Einheiten sein. Es müssen natürlich fliegende Einheiten sein. So. 34. Wenn ich jetzt ihn hier platziere, hat er ausreichend 0, weil Ike. Die werden auch nicht schwächer, leider. Problem ist, ich kann mich denen noch gar nicht nähern, weil Selika sich da dann zu mir teleportiert, ne? Die einzige andere Möglichkeit, die mir noch einfallen würde, ist jetzt hier teleportieren, jemanden dahin schicken und dann direkt hier Dings machen. Rettung. So, was ich machen könnte. Ist, ich könnte die jetzt alle hier reinschicken, ne? Dann setze ich mit ihr große Heilung ein, ne? Damit der überlebt. Oder ich könnte ihn hier einsetzen. Okay, er trifft so 100%. Ich bin etwas überrascht. Haben die alle echt so viel Ausweichen? Und er hat so viel Treffer? Also von hier werden gleich keine Gegner mehr kommen. Es kommen gleich nur von hier und hier Gegner, ne? Und wie es ausschaut, kann immer nur eine Welle kommen, ne? Pro Gegner. Und wenn ich da reingehe, ne? Und den dann rausrette. Wenn ich dich hier hinschicke, ne? Dann geht der Dings auf mich los wahrscheinlich, ne? 33 Schaden. Ich bekomme einen Schaden plus hier so ausweichen und so, ne? Ich schicke ihn mal hier rein. Mit Liberation. Das müsste eigentlich klappen, ne? So, dann gehe ich mal mit all denen hier hin. Gehe ich auch dahin, weil ich sie da in die Wälder reinschicken möchte. So, du machst. Ah, da kann ich aber nicht heilen. Hat ja jemand Purgativ. Du hast Dings, ne? Deine Massenheilung, aber die will ich nicht dafür benutzen. Ich meine Purgativ hier jeden Woche. Okay, du kannst nur von ihnen getroffen werden. Was so? Wir kriegen durch Teilen aber noch Erfahrungspunkte, ne?
Was auch mal. Können auch den hier machen, ne? Da kommt sie zwar Schaden, aber ne, warte, mach mal so. So. Hat sie gar nicht getroffen. So. Aber warte, was ich mache. Wie stark bist du denn gegenüber von gegen? Du hast doch einen Lanzenmeister, ne? Musst du halt aushalten. 22. 25. Oh. Du wirst halt überleben, ne? Ich glaube nicht. So. Ha, du Sackgesicht. Ich treffe dich trotzdem. Sagst du dazu? Ja, ich krieg sowieso keine Erfahrungspunkte, von daher. Ist also egal, ob ich ihn da reinschicke oder. Ja, ja. Und einen Gegneranmarsch habe ich ja schon mal abgewimmelt, ne? Das heißt. Ehrlich. Oh mein Gott, ehrlich. Das war überlebt, gut. Was waren das? 4% schon wieder? Oh mein Gott. Axtkämpfer kommen da jetzt, ey. So, du gehst mal hier hin. Nur sehr das Dingen. So, kann ich dich da behalten? Ich glaube nicht. 44 123. Okay, ich muss jetzt zurück. Einen Moment. Geht leider nicht anders. Oh, sehr gut. Das ist sowieso egal, wer hier wen killt, ne? Ihr gebt mir alle keine Erfahrungspunkte. Was ich voll dämlich finde. Hat eine nervige Quest, Kapitel, was auch immer. Ich überlege gerade. Das wäre einer meiner Strategien, ne? Aber dann kann ich ja nicht. Da bin ich ja in Zellekas Reichweite. Wie soll man das denn machen? Warte, ich glaube, ich habe das getoppt. Alter, was ist das? Kann ich immer schön ablocken. Da finde ich gut. Wir haben eine einzige Strategie jetzt hier, sie zu nehmen, ne? Dann immer wieder hier abzublocken. So, oh Gott, er wird jetzt gleich von jedem hier angegriffen, leider. So, du triff ihn bitte mal. Ja,
Perfekt. Dran. So, da wird ein bisschen nervig jetzt hier. Aber ich nehme an, wir machen den ja, ne? Ich werde so machen. Ich weiß nicht. Wieder lieber ja dafür, aber die können ja sowieso daran vorbeifliegen, ne? Von daher. Massive Flood! Trifft ihr auch bitte. So, der kann von so vielen Leuten getroffen werden. 43, 43, aber ich kann ja auch nicht da weg. Ich dachte, das Feuer wird die ja abblocken. Da muss ich ja tanzen. Ich glaube, ich muss ja tanzen, ne? Tanzen. Okay. Keine Sorge, wir haben alles im Griff, glaube ich. Mal schauen. So, ich werde davon nicht beeinflusst, ne? So, Alter, ist das ein Schaden. Ach ja, weil ihre Werte erhöht worden sind, ne? Ich weiß nicht, ob es das auch so gebracht hat. Gerade. Okay. Okay, mein Hauptcharakter nimmt jetzt ein bisschen Schaden, aber so machen, ne? Könnte meine Heiler hochleveln. Das wäre doch nicht schlecht, ne? Gott, hier ist überall Feuer, Mann. Okay, 4 Schaden, das geht noch. Wenn ich hier ein paar Mal Dings aktivieren würde, wäre natürlich doch besser, ne? Hier Sonne. Weil er hat eigentlich, oder? Was hat ich eigentlich wie so was? Ja. Du darfst ausnahmsweise mal ein bisschen gekritten, ne? Hat jetzt nichts dagegen. Okay, Kollege. Chill. So, das ist das Einzige, was ich mir jetzt hier vorstellen könnte, was funktionieren könnte, ne? So, jetzt kommen wir von rechts, aber keine Leute mehr, ne?
Ja, das will ich sehen. Keine Erfahrungspunkte, Mann. Das ist so verlogen. So, wenn die fliegenden Leute hier weg sind, ne? Ich muss das hier mit ihren Fernangriff machen, anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Was neue fliegenden Einheiten hier alle loswerden. Ah ja, schon gedacht hat, irgendwie so ein Mist hier passiert, ne? Ja, wäre ja irgendwie schön gewesen. So. Wäre natürlich schön gewesen, wenn irgendwie, weil nicht hier. Gehst in das Level rein. Oh, noch 5 Gegner, cool. Ne. Natürlich nicht, Mann. So, Rosado. Rosado ist irgendwie nicht so gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat es irgendwie gar nicht drauf. Ja, ha, ich treffe nicht damit. Das geht mal hier ein bisschen, ne? Ich meine, diese Kämpfe werden wir ja noch öfter sehen. Ich muss neue fliegenden Einheiten hier loswerden. Das ist okay, nämlich. Oh. Mach ein Blatt. Crit. Ja, komm schon. Wenn ich einmal will, dass du kritzt, ne? Na, jetzt geht mal Dings. Oh, ich habe das Drahtmehl freigeschaltet. Sehr geil. Ja, hier will ich einmal, dass du kritzt, ne? Ah, du musst treffen. Ich muss mit Mikaya, glaube ich, hier Dings einsetzen. Was ist das? Ja, cool. Alter, gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. So, du musst ihn jetzt treffen. Oh, cool, der kann dadurch nicht sterben. Das ist ja super. Boah. Überlebt er das hier? Er wird nur von ihm getroffen. Okay. Na, weißt du was hier? Verankert und so, ne? So. Alles okay, null Schaden, das sehe ich gerne.
So, warum müssen das immer fliegende Einheiten sein?